Servus. So, nun stehen wir hier an diesen Steinen. Und er hat uns ja schon gesagt, wir sollen das austesten. Wenn man die jetzt anwählt und dahin geht, steht da, was passiert. Und hier, wer unter demjenigen Zeichen steht, lernt eben die Fähigkeiten schneller. Wenn ich jetzt Zeichen des Magiers, dann wären es die Zauberfertigkeiten. Ich denke aber, ich werde vorwiegend trotzdem kämpferisch durchgehen. Liebesfähigkeiten sind auch ganz nett. Aber interessant zum schneller Lernen wären, glaube ich, für mich trotzdem der Kriegerstein. Also nehmen wir den. Ich glaube, das kommentiert er jetzt auch gleich. Nein, diesmal nicht. Na gut. Normalerweise kommentiert er das. Der gute hat war. So, die Wölfe, die da oben runterkommen würden, die kommen ja jetzt diesmal nicht. Die bin ich ja selber schon losgeworden. Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Ich bin mir sowieso nicht so sicher, ob ich mich dem Kaiservolk anschließen werde. Also der kaiserlichen Armee. Weil ich kann mich irgendwie mit dem Kampf der Nordführer Traditionen trotzdem besser identifizieren. Auch wenn Ulfric vielleicht ein bisschen übertreibt und das dann für seinen Bürgerkrieg nutzt, um selber natürlich an die Macht zu kommen. Das werden wir alles noch ein bisschen lernen. Habe ich die auch durchsucht? Ja. Komm, lauf zu. Wir wollen noch nach Flusswald. Hopp. Lauf doch bitte. Na also. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Na, natürlich komme ich mit dir. Da muss ich nämlich im Flusswald nicht auf dich warten. Oder auf das Skript, das dann ausgeführt... Oh, diese Maus. Ausgeführt werden muss. Damit es auch weitergehen kann. Ach so, und zum Thema Wetteränderung. Bin ich natürlich auch sehr intelligent gewesen. Natürlich ändert sich das Wetter. Aber wie gesagt, habe ich ja diese Realistic Timescale drin. Und das Wetter ändert sich nicht innerhalb von ein paar Minuten. Onkel Albor, hallo! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Was war das? Groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgraf geflogen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird mich bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Es geht mir gut. Aber wir sollten nicht mehr Sprachchaos zu tun, als mir eure wilden Fantasien auszuhören. Los! Und wer ist das? Ich will schon sehen. Es war deine Freundin. Sogar mein Leben töten und dann komm, ich mir schon alles. Aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Na, hoffentlich schafft ihr das auch. Mit den Navigationspunkten überhaupt in das Haus zu kommen. Ja, warten wir mal kurz. So lang. Durchsuchen wir mal hier die Fässer. Ja, Rind. Und natürlich Salz. Und hier. Ja, gut, diese Mehlsäcke sind totaler Quatsch, aber egal. So, würdet ihr das schaffen? Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ja, gut, die Haltung mit dir, die mache ich nachher. Geh doch mal bitte in die Hütte. Jawohl, lauf zu. Oh, Junge. Das wird jetzt ein bisschen spaßig, weil eigentlich hätten wir uns hier treffen müssen. Ich weiß nicht, warum der ganz runtergelaufen ist. Trottel. Guck mal, so lange, was wir hier machen könnten. Ich
Holzkohle. Warum nicht? Ich brauche keine 8 Holzschalen. Nachher völlig fehlt die Dekoration des Hauses. Falls ja nichts drin ist, heben wir mal ein paar auf. Aber bestimmt keine 8 Besen. Die behalten wir nochmal kurz, wie gesagt. Ja, Fackeln werde ich bestimmt nicht kaputt machen. Die Eimer ja. Den Bogen auch nicht, den brauche ich nachher. Ne, aus der Holzkelle. Gib her. Ja gut, ich kann auch direkt Iron Ignitz draus schmieden, also Eisenbarren. Dann brauche ich nicht dieses Eisenschrott draus zu schmieden. Das ist ja Quatsch. Die Laternen werde ich aufheben, damit ich vielleicht endlich auch mal was sehe. Beziehungsweise ihr auch was sehen könnt. Weil es war wohl teilweise ein bisschen zu dunkel. Ja, so viele Dolche brauchen wir auch nicht, die sind eh nichts wert. Töpfe, 2 Stück reichen ja wohl. Da müssen wir mal gucken. Kann man da nicht auch Leder rausholen? Bin mir nicht sicher. Die Handschuhe behalten wir. Genauso den kann man, glaube ich, mit zu Leder verarbeiten. Dann machen wir den noch. Den lassen wir in Ruhe. Kessel brauchen wir keine 3. Okay. Ach, ich sogar schon Stahldolche aufgesammelt, okay. Ja, die Waffen sind mir eigentlich zu viel wert, die möchte ich lieber verkaufen. Gut, machen wir den Verrass noch zu Stahl einmal. Und dann könnten wir uns noch ein bisschen Stahl holen aus dem Eisenerz. So. Das wäre es hier erstmal. Schafft ihr das heute noch zuzulaufen? Mal schauen, was wir am Gerbgestell machen können. Ach ja. Pelzstücke. Leder. Ja, später. Da könnten wir uns was draus machen, ja. Ist hier nicht so viel wert, nutze ich es lieber. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich, glaube ich, meine ganzen Lederstreifen verschwendet. Geht zwar, heben wir mal auf. Ah, sehr schön. Da werden wir uns Lederstreifen draus holen. Zack. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier. So, Leder haben wir mittlerweile 10 Stück. Das klingt ganz gut. Ah, genau, wusste ich doch. Mal so noch. Und auch hier können wir uns Lederstreifen rausholen. Gehen wir erstmal ein bisschen auf die Lederschiene. Können wir auch Geld mit verdienen. So. 86 Lederstreifen habe ich. So viel brauche ich nicht. Machen wir das mal so. Ach komm, auch noch weg. Bisschen mehr Leder. Da geht nichts. Das geht erst, wenn ich ein paar Dungeons, die durch Mods eingefügt sind, mache.
Ja gut, die vielleicht später. Wobei, das ist hier wieder das leichte Rüstung und gleich nur der BH, der mal 45 Rüstung bringt, das ist ein bisschen übertrieben. Deswegen werden wir das, glaube ich, erstmal lassen. Die Sachen hier, das ist alles, oder vieles davon, erst mit den... Na, sag schon, mit den Mod-Dungeons möglich. Für ein paar andere bräuchte ich Spinnen, Seide. Finden wir aber alles spätestens in der Gruft im Ölstolzhügelgrab. Ist er jetzt schon mal rein? Sieht fast so aus. Zumindest ist er ein gutes Stück vorwärts gekommen. Das ist gut. Feendal glaubt, er kann mir eine neue Klinge. Okay. Aber es ist bereits so mein, wie ich ihn immer wieder erklärt habe. So, vielleicht schaffst du es jetzt gleich mal ein Stück weiter rein. Das ist jetzt natürlich nervig, dass die das gerade nicht schaffen. Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Ah, wir dachten eigentlich, dass Drachen schon lange tot wären. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfriks Hinrichtung angreift. Und wer waren die anderen? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfriks Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ja genau, ich achte nicht auf aktuelle Ereignisse. Ihr wurdet gefangen genommen, als ihr versucht habt, die Grenze nach Himmelsrand zu überqueren, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Ulfric ist der Anführer der Sturmmäntel. Ihr wisst schon, die Verräter, die Himmelsrand aus dem Kaiserreich lösen wollen. In erster Linie nicht. Nur ihr Säcke hört auf die Talmor. Das heißt, unser höchster Held, wenn ich jetzt einfach mal unser sage, verbietet ihr anzubeten. Was soll das? Der ist Gott geworden, also darf man ihn auch anbeten. Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg im Himmelsrand gehört? Nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Und du bist der Meinung, nachdem ich umgebracht wurde, soll ich euch beitreten? Natürlich. Oder ich umgebracht weiß, werden sollte? Heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Genau. Hat meine Hinrichtung befohlen. Warum soll ich helfen? Ich kann nicht verdenken, dass euch das wütend macht. Mir ging es an eurer Stelle genauso. Aber das war nur ein Versehen. Ihr hättet gar nicht auf dem Wagen mit diesen Sturmmantelverrätern sein sollen. Klar. Und die kaiserliche Armee braucht eure Hilfe. Besonders jetzt, da der Drache irgendwo da draußen und Ulfric wieder auf freiem Fuß ist. Muss ich erst mal drüber nachdenken. Das verstehe ich. Es ist nicht leicht, an einem Tag von der Armee fast hingerichtet zu werden und sich ihr am nächsten Tag anzuschließen. Aber ihr werdet sicher noch einsehen, dass die Armee im Moment Himmelsrands einzige Hoffnung auf Frieden ist. Ich weiß, am Ende werdet ihr die richtige Wahl treffen. So, und jetzt lauf rein. Hopp. Wäre schön, wenn du das packst. Ah, er ist schon fast drin. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ja, auch mit dir werde ich mich noch befassen. Komm, Junge. Lauf doch zu. Würde ich gern schubsen, aber das funktioniert leider nicht. Na komm. Und wenn ich zuerst reingehe, ich glaube ich auch genau nicht. Wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Na super.
Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Oh, bin mir nicht so sicher. Elfenrüstung ist ganz schön. Wobei Glasrüstung wäre interessant auch. Und warum dürfen die Talmor hier die Talos-Anbeter verhaften? Was soll das? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Das machen aber nicht die Sturmmäntel. Das machen die Talmor. Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talos anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Stimmt schon, er übertreibt's auch ein bisschen. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt latsch erstmal da rein. Ihr solltet einmal in den schlafenden Riesen kommen, um mich spielen zu hören. Für eine geringe Summe dürft ihr euch sogar das Lied aussuchen. Na super. Können wir hier was machen? Wie war denn das? Nee, die Dauntless-Sachen werde ich jetzt bestimmt noch nicht verbessern. Und das war ja, das hat sich ja nicht gelohnt. Naja, 3 Punkte. Was hat man denn hier? Imperiale, die trage ich glaube ich auch im Moment. 2 Punkte. Würde ein bisschen Schmieden stärken, aber nee. Da schmieden wir lieber neue Ausrüstung. Ach so, ja, hier gibt es wieder was. Da liegt ein Zettel. Was steht denn da Schönes? Wieder mal eine Mod, die ich installiert habe. Ja, danke mir für das Herunterladen. 4 verschiedene Anhaltspunkte. Aha. Und die 4. führt zum Schatz. Der wohl hoffentlich ein ganz lohnender ist. Steht allerdings auch da, dass es sein würde. Hinweise werden schwerer. Na gut. Und ab nach Jawaska. Da wird der erste Hinweis liegen. Machen wir schon. Ja, und diese Notiz ist etwas mehr wert. Das merke ich auch gerade. Oder haben wir gelesen. 800 Goldstücke für ein Stückchen Zettel. Toll. Ah, es ist noch gestohlen. Ich muss mich erst innen mit ihm unterhalten. Aha. Na gut. Benutzen. Ich glaube auch für die Stahlrüstung. Ach so, kann ich ja sowieso noch nicht, oder? Nee, können wir vergessen. Und Eisen geht nicht, weil uns das Ziegenfell fehlt. Schade. Aber ich habe genug Eisenbarren, um ein bisschen was hiervon zu basteln. Und danach zu verkaufen. Das kostet genauso viel, ist aber 5 weniger wert als diese Kriegsaxt, Schlachtaxt. Ja, dafür brauchen wir Kupfer. Davon haben wir noch nicht allzu viel. Könnte man nehmen als Waffe. Problem daran ist, glaube ich, ein Katana ist eine Zweihänderwaffe. Schauen wir mal. Wenn es eine Einhänderwaffe ist, nehme ich es vielleicht. Das wäre auch ein bisschen was wert. Kostet halt Kupfer, aber ist schön was wert. Ja, Tanto, das sind ja nur so kleine Dolche, das bringt nichts. Kriegshammer. Kostet ein bisschen mehr Lederstreifen. Ist aber wieder 5 mehr wert. Was haben wir noch? Das ist alles von den Mods drin. Nee, ich denke, dann werde ich mich an die
Kriegsaxt oder Schlachtaxt hier halten. Und die mal ein paar Mal bauen. Kann man was zum Verkaufen. So, und dann könnten wir ein bisschen Leder basteln. Aber normale Sachen und nicht diese Mod-Sachen, weil die sind zu viel wert. Ja, High Heels. Auch ein Mod. Die funktionieren effektiv nur mit einem anderen Mod. Damit es auch wirklich einen High Heel Effekt gibt. Dass man dann eben größer wird oder wirkt. Habe ich aber alles installiert. Nur wie gesagt, diese sind eh leichte Rüstung. Ich werde wohl diesmal eher auf schwere gehen. Und die sind hoffnungslos zu stark. Für den Anfang. Hier brauche ich sogar Eisen für. Oh, besonders viel Leder habe ich nicht. Na, machen wir sonst einmal. Ja, und der Rest bringt alles nichts. Das sind dann die Strapsen für die High Heels. Und diese gehen nicht, weil dafür bräuchte ich Seelensteine. Habe ich noch nicht. Na gut. Du stehst immer noch vor der Tür, oder was? Ach, Junge. Meine Zeit an der Bardenakademie war nur kurz. Ein Wunderkind braucht nur wenig formale Ausbildung. Na super, du bist ja gar nicht von dir überzeugt. Da ist noch was drin. Ah, Salz, natürlich. Das ist leer. Latschen wir hier erstmal ein bisschen rum. Hier gibt es Schafe nochmal. Ja. Kartoffel, mal was anderes. Kriegt man natürlich auch von Kartoffelpflanzen. Ja, damit. Kürbis. Kohl. Auch her damit. Bisschen Lauch. Was bist du hier? Ach, du bist ein Vogel, ja. Mal kurz einen Quick-Save machen. Einmal erwische ich ne und Punkt 2, sind sie dann gegen mich oder ist das okay? Ach so. Das ist jetzt auch noch leer oder was? So ein Blödsinn. Aber das Schaf darf ich, glaube ich. Wieso bleibst du stehen und fliegst nicht? Na gut. Gib her. Ein Steg und eine Wolle. Und das kleine Lamm muss leider auch dran glauben. Ich kann die Zutaten gebrauchen. Hier nochmal was drin. Salz. Natürlich. Salz. So, wie sieht's denn aus, Hatwa? Nee, du hast immer noch nichts geschafft. Was ist hier? Was ist das noch? Auch noch eine Notiz. Wieso ist die jetzt zweimal da? Das ist ein Fehler. Die wahrscheinlich wegen JK Skyrim hat sie sich dupliziert. Ich wäre ja sehr verbunden, wenn du es schaffen würdest, da reinzugehen. Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Ihr habt die Ulbrich gefangen. Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen, aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Syrodiil bringen. Aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Ja, nicht wirklich, weil ich habe alternativen Start gemacht, aber passt schon. Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Natürlich ist so der Held. Des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr?
Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfriks Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Ja, die Elfen haben diesen Krieg wohl definitiv gewonnen. Wir bleiben besser in Bewegung. Mir ist, als wäre der Drache jetzt womöglich da oben und beobachtet uns. Ja, dann beweg dich doch mal. Heieiei. Okay. Wir werden Folgendes machen. Einmal hier speichern. Und dann mal versuchen, noch das in einem neuen Part weiterzumachen. Meistens klappt das, wenn man es neu lädt, dass es sich dann resettet. Ich hoffe mal. Sonst muss ich es alles nochmal machen, das mache ich dann aber offscreen. Und dann treffen wir uns wieder, wenn es zum Gespräch kommt, innen in der Hütte von Alvor. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt soweit, wie es sich erstmal jetzt entwickelt. Jetzt geht es langsam richtig los. Wie gesagt, an der Beleuchtung muss ich dann auf jeden Fall arbeiten, deswegen werde ich mir auch wohl demnächst mal eine Laterne oder so eine Travel Lantern, so eine Wandersmann-Laterne da bauen an der Schmiede. Und dann sieht man in den Dungeons, in Höhlen und Minen definitiv mehr. Dann gibt es da nicht so ein großes Problem. Okay, macht's gut. Dann versuche ich das jetzt gleich nochmal.